Hallo und willkommen zu Heroes of C Storm. C? The Storm, nicht C. Ja, heute haben wir die tägliche Quest absolviert. Drei Spiele mit einem Unterstützer und da schauen wir gleich mal rein. Aber erstmal muss ich hier gerade, ich habe gerade festgestellt, mein Trackball ist gerade irgendwie wieder ein bisschen träge. Muss ich mal kurz die Rollkontakte ein bisschen. So, das sollte reichen. Ja, ist schon. Ja, ist noch nicht ganz optimal, aber sieht schon besser aus. ja, Supporter. War das gewinnt? Ich habe da gar nicht mitgeschnitten so schnell. Absolviere drei Spiele mit Unterstützer. Und dann machen wir jetzt hier einfach unter. So, und. Oh, halt. Unterstützer. Da haben wir Tyrande. Uta, Rega, Lili, Funkelchen, Malle. Ja, Nova, die wir gerade ausgewählt haben, ist leider kein Supporter. Es ist eine feine Assassine. Und andere Supporter habe ich nicht. Vielleicht könnten wir mal kurz in den Shop schauen. Und, erworbene ausblenden. Und dann nachs. Achso, wir sollten vielleicht auch noch auf Helden gehen. Denn nach Rollen, Unterstützer. Oh. Das ist auch ein Supporter. Absteigend. Okay. Das ist echt ein Supporter, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also diese drei Supporter fehlen mir nur noch. Das ist echt ein Supporter? Kampf, Krieger, wo ist das ein Supporter? Wieso Shadowface? Ach, weil das wahrscheinlich hier der aktuelle neue Held ist, deswegen erscheint er hier trotzdem. Also Supporter gibt es wirklich relativ wenig Charakter, muss ich sagen. Ja, Karazim könnte ich mir vorstellen, dass ich mir den hole. Wobei Morales ganz schön heftig ist. Also, schauen wir mal. Also ich werde denn wahrscheinlich. Ja, womit spielen wir denn? Mit Rega haben wir beim letzten, vorletzten Mal und davor Videos gemacht. Ute, wenn ich da gegen Spieler spiele, glaube ich, läuft nicht so gut. Tyrande, ich denke mal, wir werden Funkelchen machen. Bin mir da aber überhaupt nicht sicher. Lass mich mal kurz überlegen. Oder wir schauen mal kurz hier in die Fähigkeiten rein. What to do, what to do. Ja, wir werden mit Funkelchen spielen. So, Funkelchen hat leider kein Reittier, weil Funkelchen fliegt. Skins können wir auch noch keine andere Farbe auswählen, weil wir da noch nicht weit genug im Level sind. Dazu mussten wir, glaube ich, Level 6 oder was weiß ich, 7. Da konnte man andere Farben auswählen. So, und wir werden Funkelchen natürlich als Healer spielen, nicht als DD. Ja. Oh, 50 Sekunden ist auch schon wieder eine ganz schön lange Zeit für. Wo das heute? Ich weiß gar nicht, wieso das hier alle so lange dauert. Das ist unglaublich. Obwohl, wir hätten eigentlich auch Heldenliga spielen können. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen, weil Heldenliga brauche ich noch einige Spiele, um überhaupt ins Rating reinzukommen. Schauen wir mal. Machen wir vielleicht beim zweiten Spiel mal ein Heldenliga-Spiel. Ja, ah ja, und Brightwing, es ist zwar ein Heiler, aber das Beste, was oder das Gute an dem Heiler sind eigentlich die Schilde. Und natürlich der CC, den wir hier. Hier, der Polymorph, der ist ganz schön übel eigentlich. Und natürlich hier Feenstaub, Geschwindigkeit eines Verbündeten erhöhen, also wenn er dann schneller weglaufen kann und Angriffe blockt, also das ist schon ziemlich crash.
Also es ist eigentlich ein guter Heiler. Und ich spiele leider das Spiel zu selten, um zu sagen, ob das ein guter oder ein vielgespielter Heiler im sag schnell, im Spieler gegen Spieler Content ist. Also im PvE Content rockt er auf jeden Fall. Das ist kein Problem. Ja. Das dauert hier gar nicht. Jetzt sind wir schon über 2 Minuten in der Liste, in der Worteliste und da passiert irgendwie nichts. Ja, hallo. Wir wollen hier eine Runde spielen und nicht die ganze Zeit in der Warteschlange hängen. Hallo. Leute, 3 Minuten gleich in der Warteliste. Ah. Da müssen wir vielleicht ein bisschen editieren. Joa. Dit, dauert ganz schön. Ah, na endlich. Mensch, 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 Mensch. Und 3 Assassinen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und, nee, warte mal, eins. Ach nee, warte mal, ich glaube, Tychus, der war gar kein Assassin, der war, glaube ich, auch ein Krieger oder so, ne? Also der ist auf jeden Fall, also Valar ist auf jeden Fall Assassine, Rayna ist Assassine und Zeratul auch. Tychus könnte auch ein Spezialist sein, weiß ich gar nicht. So, was hat denn der Gegner? Der hat Tassadar und Zeratul. Oh, die beiden im Kombi total übel. Dennoch Kerrigan. Oh, und Azmodan. Oh. Scheiße, das wird ein übles Spiel. Und Rayna, ja. Also, wenn ich gegen den gespielt habe, ist der in den Spielen also immer am meisten gestorben. Und Tycoon oder Geister auch relativ oft. So, wir skillen hier das hier. Oh, Funkelchen. Ah. Die Tore öffnen sich in 10 Sekunden. 4, 3, 2. Oh. Möge der Kampf beginnen. Ah. Oh, da ist 2 gegen 2. Dann werden wir da mal gleich runter. Die da mal ein bisschen mit Heal supporten. Ah, der Burst Damage ist einfach zu übel. Oh, natürlich nicht getroffen. Lauf doch nicht rein, du Trottel! Alter Schwede! Alter Schwede! Ja! Alter Schwede!
Lauf doch nicht weg, dann kann ich dich nicht heilen. Meine Fresse. Oh, raus da, raus da, raus da, raus da. Alter Schwede, so was. Boah! Alter Schwede. Alter Schwede, alter Schwede. Ach Scheiße, jetzt habe ich auch noch verskillt. Ja, toll, toll. Trottel, ey. Ich würde ihn auch mit 0 HP hinterherlaufen, ey. Meine Fresse, ey. Leute gibt's, ey. Ich hab mich verskillt. Ich hätte die Feenrausch skillen müssen. Alter Schwede. Das Spiel können wir, glaube ich, vergessen. Leute! Alter Schwede. Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Wir werden total blank gezogen, ey. Oh nein, 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 nein. Ja. Graz. Aus Angst? Wir werden die total glatt gemacht. Warte mal. Ah, so hier, das ist jetzt der richtige Skill. Oh fuck, mich selbst ge. Oh fuck.
What? Puh, das ist ja... Da ist, glaube ich, nichts zu retten hier. Alter Schwede. Die Nacht bricht in 30 Sekunden herein. Seid ihr bereit, euch zu vergnügen? Nein, was macht er denn da? Alter Schwede. Ich hab kein Mana. Kein Mana. Ah, vom NPC getötet. Mann, 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 Leute. So, damit der da nicht noch weggenailt wird. So, ja. Sekunde? Was war das jetzt hier? Oh fuck. Pff, 25.000 Gehalt. Ah, Heilung! Ah, ich hätte... Ach, fuck. Euer Unglück verwelkt. Lasst nicht alles umsonst gewesen sein. Jesus.
Es ist so deprimierend, Leute. Aber kann man nichts machen. Oh. Ah, Mann, nee. Oh, ey. Kannst du nichts machen, ey. Jism! Wieso gibt es keinen Aufgeben-Button? Meh. Auch den Levelunterschied, den kriegen wir überhaupt nicht mehr aufgeholt. Also. Für den Augenblick müssen meine Kinder ruhen. 14 zu 29, ey. Alter Schäde. Es nur ungern, aber euer Gegner hat ein Fort zerstört. Yeah, well. Well. Mann. Da geht sie hin, eure Festung. Eure Zitadelle wird angegriffen. Well. Joa. Tschüss.
Alter Schwede. 41.000. Gut, zwar nicht so fast, naja, ein bisschen mehr als Tassadar-Gehalt, aber so wie die gedroppt sind, da konntest du hallen wie ein Waldmeister, ey, da wäre nichts geworden. Guck sie mal hin. Oh. Moment. What? Achso, weil wir Level 6 sind, haben wir ein neues Porträt gekriegt. Ne, was ich gerade sagen wollte, also der Damage hier, der ist ja auch. Also das hier, ne, obwohl Heldenschaden, 18. Der ist generell ziemlich unterirdisch bei den Leuten, also. Pff, 46.000, 30.000, ey. Der schlechteste von denen, na, gut, ist im Mittelmaß, also wäre im Mittel von unseren. Eieieiei. Und der EP-Beitrag, ey. Puh. Was haben die nur gemacht, ey? Was haben die nur gemacht? Ja. Oh. Wir machen jetzt, wir bringen jetzt mal ein Heldenligaspiel. Quatsch, verlassen wir das. So, dann gewertete Spiele, Heldenliga bereit. Und ich brauche da, ja, noch 18 Spiele, damit ich überhaupt gewertet werde, also. Von Rang 50 bis 40 verlierst du immer, fällst bei einer Niederlage keine Punkte. Ich glaube, das habe ich so wenig, ich habe, das haben sie mittlerweile auch schon umgestellt, die Heldenliga. Ich habe das bei der ersten Heldenliga mitgespielt. Da war ich so, was weiß ich, 46 oder so. Und dann habe ich auch nicht weitergespielt, also. Boah. Allein oder mit einem Freund? Ja, Teamliga, bin in keinem Team, also. Ja. Dazu spiele ich das Spiel auch zu selten, um da irgendwie was in der Teamliga zu reißen. Joa. Bo. Prepick. Seriously, Tool Sealers? Well, ich würde ja auch gerne Nova spielen, aber Nova ist schon belegt. Thrall. Wir müssen Supporter spielen. Leuchte meinen Pfad. Tja. Ja, Moment. Nahkampf. Tanken. ETC oder. Wen hat er jetzt genommen? Wo ist denn der? Ich sehe den neuen gar nicht. Zeratul? Ach, hier ist er. Er ist doch Krieger. Ja, dann spiele ich Nova. Jisms. Was? Den Morales als Hybrid? Na gut. Ich habe den ja noch nie gespielt. Oder sie noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung. Abrechnung ist nah. Geladen und entfernt. Der ist ja eigentlich. Krieger ist eigentlich tankig. Also der ist nicht.
So, da muss ich mein Nova-Bild wieder aufmachen, weil den habe ich noch nicht im Kopf. Schauen wir mal, dass wir nicht wieder rausfliegen. Ich habe da schon öfters in Heldenliga gehabt, dass wenn einer zu lange einen Pick gebraucht hat, dass dann die ganze Gruppe aufgelöst worden ist, warum auch immer. Rega, Muradin. Gut, naja, Burst hat eigentlich bloß. Ah, Ziratul. Das wird übel. Also Ziratul wird mich ganz schön wegboxen, wenn er mich erwischt. Die anderen. Gut, Muradin kann durch seinen Sprung ganz schön. Und Jaina sollte ich eigentlich. Ja, mal gucken. Wie sieht es eigentlich mit dem Rating aus? 40, 24, 35, 40, 29. Wir haben einen 23er und einen 26er. Der Rest, keine Ahnung, was Stern bedeutet. Obwohl Stern, ja, bin wie ich, ungeratet. Und ein 40er, also. Die haben zwei 40er, wir haben ein 40er. Und zwei in eine 20er. Also, eigentlich. Eigentlich. Schauen wir mal. Wenn ich mich nicht wieder verskill und wir ein paar ordentliche Early Kills kriegen, dann könnten wir das vielleicht noch rumreißen, das Match. Ja, Rega ist übel durch seinen Slow-Effekt und sein sag schnell. Wie heißt es? Oh, Seid ihr Kampfschrei. bereit, unseren Gegnern das Ausmaß ihrer Schwäche zu offenbaren? Verstanden. Die Tore öffnen sich in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, So. eins. Schauen wir mal, was da geht. Okay, Midlane haben wir zwei. Wenn wir mal hin. Muradin ist da oben bei dem Heiler. Oh, warte mal, den könnten wir vielleicht. Den könnten wir vielleicht. Gleich weg. Komm, Tarnung. Wie sieht's da unten aus? Oh, Tyrael. Oh, fuck! 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 Shit! Shit! Was war da plötzlich mit der Karte los? Den Heiler vielleicht da oben mal supporten. Oh, der kriegt kräftig aufs Maul. Komm schon, lauf! Lauf, Nova! Wir müssen den Heiler supporten. Oh, nicht anschießen. Alter! Nur greif an da, Leute. Ah, oh nein, wir haben einen verloren. Shit.
Achso, Skillen. Jetzt nicht verklicken. Der Morgen dämmert, Helden. So. Und ihr müsst meine lieben Kinder. Hoffentlich schaffen sie die Söldner da unten. Ah, fuck. Wie sieht's hier unten aus? Maus. Ah, der hat noch zu viel Leben, den kriegen wir nicht so runter. Dazu brauchen wir den Triple Shot mit Level 10. Und da brauchen wir noch eine Weile für. So, panzerbrechende Kugeln, dann haben wir einen besseren, besseren Dings, Autoshot. Er zwar extrem langsam, aber ordentlich Bums. Irgendwo war doch das scheiß Verschwommene. Rein geschäftlich. Es ist zwar so linemäßig ausgeglichen, aber dadurch, dass sie Söldner benutzen, sind sie eigentlich im Vorteil. Raus, 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 raus. Ah, fuck, ey. Das hätte nicht sein müssen. Die haben uns auch schon wieder gut weggeklatscht, also. Oh, 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 oh. Ja! Gleich! Oh, fuck. Nein, nicht in die Stasis reinlaufen! Ah, du Trottel! What? Voll geheilt! Der Fug! Alter Schwede! Thank you.
Wieso da hinten? Wir verlieren unser Vor hier, Gottverdammt, Leute. Alter, wie... Alter, dat heal, ey. Dat heal! Bestätigt. Oh, fuck. Oh, come on. Naja, wenigstens haben sie da noch einen. Oh, ich lebe ja noch! Ach, fuck! Das sah aus... Oh, shit, ey. So was Nasses, ey. Ich hab gedacht, ich war schon weg, aber ich war da... Ach, kacke, ey. Geschlafen. Nicht in die Basis reinlaufen, lasst euch doch da nicht reinpullen. Zwei Deaths. Shit. Oh, jetzt haben wir auch hier wieder die ganze Energie verloren. Man verliert ja immer 50%. Alter! Boah! Ach fuck, das ist so unfair. Meine Pflanzen werden dich wiederbeleben. Das ist so unfair, Tyraels Finisher, ey, wenn er stirbt. Vor allem als Nova kannst du da nichts machen. Die Nacht ist angebrochen. Ich liebe den Anblick meines Gartens im Mondlicht. Oh shit. Ja, die verrecken jetzt hier. Das wird ein Gruppenvibe. Oder? Können wir da reingehauen? Okay, da haben wir einen. Verkrüppelnder Schuss. Ah, einen haben wir erwischt und keiner von uns ist gestorben. Mensch, das ist total falsch eingeschätzt.
Ekstase, Alter. Yep, 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 yep. Nix mit Wegstelzen, mein Freund. So. Noch ein Wisch, top. Juhu! Nova for the win. Nova. Für euren Gegner ist ein Ungeheuer herangewachsen, Helden. Bestätigt. Eine Festung ist gefallen. Euer Ungeheuer wurde getötet. Oh fuck. Das gegnerische Ungeheuer ist nun nichts weiter als verdorrte Blätter. Das Ungeheuer wartet, Helden. Reißt seine Macht an euch. Da, euer Ungeheuer ist zum Leben erwacht. Go, 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 go. Wartet mit ihm die Leichen eurer... Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. W war, glaube ich, genau die komischen Pflanzen da. Oh, wir haben gewonnen. Woo! Gut, gut. Überhaupt nichts gemacht in dem Spiel. Den einen oder anderen gekillt, aber ja. Trotzdem noch gewonnen. Obwohl das am Anfang hier 3-0 für die aussah, haben wir denn das doch ganz schön rumgerissen. Also, puh. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Ja, ich würde sagen, das geht ja jetzt... Also, die beiden Spiele waren ja doch beide ganz schön lang. Beide waren, glaube ich, um die 15 Minuten. Ich glaube, das erste war, glaube ich, sogar länger. Und ja, und wir müssen ja auch eigentlich Spiele mit Supportern machen. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal einen Break. Und danach werden wir mal schauen, ob ich mit zwei Supportern hier noch die Daily fertig kriege. Also, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!